Ja Leute, es geht weiter hier bei Digimon World. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe jetzt offscreen, muss ich zugeben, ein wenig trainiert. Ich zeige euch mal eben die Werte. Und ja, ihr seht schon, es ist etwas besser geworden, weil ich war jetzt offscreen nochmal beim Bohrtunnel, wo ich mal eben nochmal die Gaburimon besiegt habe, weil ich eigentlich unbedingt die Magma-Bombe lernen wollte. Aber ja, hat jetzt ehrlich gesagt nicht so hingehauen, aber... Für heute werden wir auf alle Fälle, wenn ich es schaffe, werde ich mindestens, ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schaffen wir auf alle Fälle mindestens zwei Champion-Digimon in die Stadt zu bekommen. Und, ja, okay. Es ist halt, wie es ist, ne? Und, ja, ich hoffe, das Let's Play gefällt euch soweit. Also, ich sage jetzt mal so, wenn ich es hochlade, werde ich schon mindestens so... 4-5 Parts wahrscheinlich aufgenommen haben. Ihr kennt mich ja, ich nehme ja immer etwas mehr auf. Und... ja. Ja, den Gaburimon gehen wir trotzdem aus dem Weg, weil... ja, wie soll ich sagen, die Magma-Bombe ist zwar sehr wichtig, das Problem ist nur, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man es kriegt, ist halt etwas gering. Deswegen, ja, deswegen sage ich ehrlich, wie es ist, kümmern wir uns mal darum, dass die Stadt erweitert wird. Und deswegen werden wir jetzt unser nächstes Champion-Digimon holen oder beziehungsweise unser erstes. Ja, bei Agumons Laden war ich auch schon drin. Und was genau macht Agumon? Also der ist rechts oben bei der Toilette, also neben der Toilette, in der Mitte quasi zwischen Chichimons Haus und dem Scheißhaus. Es ist quasi so, bei ihm kann man Items, die man ums Verrecken nicht verlieren will, falls man einen Kampf verliert, weil dann verliert man nämlich automatisch Gegenstände. Und er verwahrt diese. So. Ja, die Gaburimon lassen wir jetzt mal außen vor. Und jetzt sind wir bei Trimogemons Wohnbereich. Mhm. Ja, da ist unser Kumpel und... Es ist heiß. Tu was. Was ist denn los? Es ist zu heiß. Ich halte nicht aus. Ja. Er ist uns nur feindlich gesinnt, weil er halt einen Hitzekoller hat. Hm. Ja, und für das erste Champion-Digimon ist der schon ziemlich, kann man sagen, was man will. Ja, er kann ziemlich stark sein. Aber er hat auch eine verdammt gute Nahkampfattacke, die wir ihm, die wir durch Trimogemon eventuell lernen können. Wie gesagt, die Attacke muss entweder geblockt werden oder er muss sie abbekommen, sonst lernt er sie nicht. Oder wenn er vorher von einer anderen Attacke niedergeschlagen wird und dann trifft sie ihn trotzdem, ohne Schaden zu nehmen... ja, dann auf gut Deutsch gesagt, zählt das glaube ich auch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Jawohl, er hat sogar noch getroffen, coole Sache. Komm schon, Tyrannomon, gib alles. Ja, wahrscheinlich wird es eh ein Finisher. Ja, mit dem Tempo hat das nicht unser Trimogemon, unser Tyrannomon. Übrigens kann man Trimogemon auch als, Digimon-Partner bekommen. Eigentlich fast alle Digimon, die man hier findet, bekommt man irgendwie als, Partner. Aber das kommt alles noch im Laufe des Spiels. Ja, das war zum Beispiel jetzt die Attacke Hau den Lukas. Mhm. Auch eine verdammt gute Attacke eigentlich in dem Sinne, aber ja, verbraucht halt viel MP. Jawohl. Er hat es abgewehrt und trotzdem, wow, geiler Scheiß. Ich verstehe ihn nie richtig, was er sagt. Irgendwas wie na toll oder ja toll oder irgendwie sowas. Ja, wir haben schon 25.000 Bit aufgrund meiner Offscreen-Kämpfe. Die Hitze hat mich ganz irre gemacht. Ich weiß ja, dass es heiß ist, aber so schlimm. Es wird heißer, je weiter wir graben. Der Tunnel liegt in einem Vulkan. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Vielleicht ist in der Nähe ein Feuer. Hm... Ich habe keine Wahl, ich muss die Hitze ertragen und weitergraben. Ich sehe mich mal um. Es wäre so schön, wenn der Tunnel durchginge. Du bist aber nett. Ich beeil mich und grabe den Tunnel weiter. Ja, leider bekommen wir ihn jetzt noch nicht in die Stadt, aber... Oh Mann, jetzt hat das Vieh schon wieder Hunger. Ja, wir haben ja Gott sei Dank einiges an... Falls jetzt jemand fragt, die Digipilze sind zwar etwas sättigender als das normale Fleisch, aber weniger als das Hüftsteak. Mhm. Und eigentlich, ja, wenn ich das schaffe, was ich eigentlich heute vorhabe in dem Part, könnten wir es sogar eventuell, ich sage jetzt nur eventuell, schaffen, dass wir noch mehr
Fleisch bekommen oder vielleicht sogar Besseres. Ja, friss dich satt, du Tyrannomon. Ja, in der Regel braucht er eh nur 3. Ja, jetzt muss er aufs Klo. Mhm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt nicht schaffen, aber wir müssen jetzt eh... Ich weiß gar nicht, ob hier ein Scheißhaus ist, ganz ehrlich, aber... Ja, wir werden jetzt mal Richtung Klo gehen. Weil, ja, ich... Auch wenn mir das mit den Fehlern eigentlich relativ egal ist. Übrigens, die... Moment, ich zeige es euch mal eben. Die Fehleranzeige, die Kackanzeige unten links unter Leben. Es ist zwar so, dass die bleibt, aber es bezieht sich immer nur auf die gewissen Digimon. Das heißt, wenn da, also, das heißt, wenn wir ein anderes Digimon... Ja, jetzt müssen wir es haben. Ja, tut mir leid, aber das musste ich jetzt machen. Okay, das haben wir jetzt versäumt. Es zählt übrigens, wir bekommen ja neue Digimon, ne? Und jedes Mal, wenn wir ein neues Digimon bekommen, auf gut Deutsch gesagt, dann ist es quasi so... ja, das Digimon ist jetzt ein bisschen Depri, ist glaube ich kein Wunder. Und jedes Mal, wenn wir ein neues bekommen, ist zwar die Fehleranzeige noch da, aber die bezieht sich nie wirklich, Gott sei Dank muss man schon fast sagen, nie direkt auf das jetzige Digimon, sondern immer nur auf das, was passiert ist. So, wo sind wir hier jetzt? Ah, da ist wieder Trimogemon. Mhm. Achso. Der Tunnel ist noch nicht geöffnet. Bitte, bitte geh aus dem Weg. Entschuldigung, wann wird der Tunnel denn fertig? Keine Ahnung, aber es dauert noch ein Weilchen. Das ist zu lange. Können wir nicht mit anpacken? Willst du uns den Spaß verderben? Naja, du könntest Geröll wegräumen. Wo liegt der denn? Ach, das ist das Geröll. Alles klar. Ich habe den Schutt abgetragen. Du kannst ihn rausbringen. Ja, das ist sowas wie Training. Es ist Knochenarbeit. Ich vollen, was? Das wird die Tunnelarbeiten beschleunigen. Ich verdiene Geld und trainiere dabei. Ach ja, stimmt. Geröllabfuhr. Stell mit X die Geröll vor den Schutt und lade den Schutt ab. Sag Trimogemon Bescheid, wenn du eine Runde herum... Ah! Ja, es ist im Prinzip, das ist jetzt sowas wie Training. Ja, natürlich schleppt das Digimon das. Das sieht bei manchen, wenn man dann noch ein Rookie-Digimon hat, sieht das manchmal so richtig lustig aus, weil, ja, wie soll ich sagen, ja, es schaut manchmal wirklich richtig lustig aus, weil so kleine, zaghafte Rookie-Digimon können das auch schon schleppen und, ja, finde ich ehrlich gesagt schon lustig. Was ich allerdings nicht genau weiß, ist, ob unser Digimon, ob wir jetzt in diesem Ding kämpfen können. Und wir können das übrigens so oft machen, wie wir wollen. Im Endeffekt ändert es aber nichts daran, wie schnell das mit dem Tunnel weitergeht. Leider, muss ich dazu sagen. Geröll weggeschafft. Super. So, wir müssen jetzt trotzdem jedes Mal zurückgehen, aber ich wollte euch das jetzt nur zeigen. Das heißt, es ist zufallsbedingt. Es kann sein, dass wir das jetzt ein, zweimal machen müssen und dann ist das wieder weg. Es kann aber auch sein, dass wir das 10-mal machen müssen. Das ist jetzt ein bisschen zufallsbedingt. Mhm. Und da bekommen wir jetzt, glaube ich, pro Ding irgendwas mit 10 Bit oder so. Oder 50, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Danke für deine Hilfe. Hier ist dein Lohn. Ja, 500 sogar. Geil. LE sind um, also Lebensenergie um 50, Angriff. Boah, cool. Ja, das ist ganz nett, dass es nebenbei auch ein bisschen Training ist. Aber jetzt, also ich wollte euch das nur zeigen. Ich werde das wahrscheinlich offscreen eher machen. Wie gesagt, es wird in diesem Spiel einige Sachen geben, die ich eher offscreen mache, weil, sind wir ehrlich, das juckt eh niemanden. Wenn es halt gerade ins Let's Play passt, ja, dann ist es mir relativ, also blöde gesagt, relativ egal. Aber jetzt schauen wir mal zu. Ich überlege gerade, ja, ich weiß schon wieder. Ich weiß jetzt gerade... Ja, die Disziplin ist voll im Arsch. Genau, ich habe übrigens einen Glückspilz gefunden. Der Glückspilz ist ein ganz, ganz seltener Gegenstand. Wenn wir ein Digimon haben, das unbedingt für die nächste Digitation extrem happy sein muss, also glücklich, aber das Digimon ist voll deprimiert oder wütend, ja, gibt es beides, dann können wir den Glückspilz verwenden, um das Digimon wieder, blöd gesagt, ja, quasi endgültig, um es ja mehr oder weniger endgültig, anders kann ich es eh jetzt gerade nicht sagen, damit wir das Digimon endgültig, na, wie heißt das denn?
wieder glücklich machen können. Nur der Nebeneffekt eines Glückspilz kann sein, dass das Digimon krank wird. Deswegen hat man Medizin. So, jetzt schauen wir mal hier entlang. Weil hier ist, glaube ich, auch ein Digimon, das wir eventuell... Ja, genau, Kunemons Bett. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht genau, ob wir das jetzt schon bekommen. Ja, da ist es eh. Hey, Kumpel. Ich hab Hunger. Füttern. Ja, geben wir einen Digipilz, weil es eh wurscht ist. Das war prima. Auf in den Kampf. Das ist wieder Digimon, das wir in die Stadt einladen können. Cool. Ja, da müsste jetzt eigentlich Tyrannomon keine Schwierigkeiten haben. Ihr seht's ja, ich hab's ganz gut trainiert eigentlich. Für anfängliche Verhältnisse. Am gefährlichsten an diesen Digimon, an den Käfern, ist halt der Effekt mit dem Vergiften. So, ja, wenn das Digimon so ist, ist es im Endeffekt nicht gut. Es macht immer nur einen Schaden oder so, oder fünf, ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ja, das ist so eine Art Lähmzustand, der hält so zwei, drei Runden an. Ja, ihr seht es eh selber. Und dann ist es wieder vorbei. Gott sei Dank. Jawohl. Ja, die Framerate bricht immer wieder ein. Ich habe immer so zwischen 80 und 110. Komm schon. Jawohl. Und es hat sogar noch getroffen. Jawohl. Ja, Tyrannomon hat sich ganz schön gemausert. Ja, ich habe mit dem Tempo jetzt nicht viel gemacht, ehrlich gesagt, aber... Jawohl. Jawohl, super Finisher, beziehungsweise normaler Finisher. Ich habe das noch nie voll bekommen im Übrigen. Ja, jetzt fast. Jawohl. Kunemon ist besiegt. Und wir bekommen einen P-Chip. Cool. Das war nicht gut. Was soll ich tun? Komm in die Stadt und arbeite die Pfunde ab. In Ordnung, ich bin Kunimon. Ja, okay, falsche Übersetzung. Ein Insekten-Digimon. Schön, dich kennenzulernen. Ja, es gibt einige Übersetzungsfehler. Ja, ich bin da ein bisschen pingelig, aber ich denke mir gleichzeitig, ja, egal, es ist auch irgendwie. Kunemon ist übrigens eines der wenigen Rookie-Digimon, die zwar in der Serie keine Relevanz haben, aber komischerweise hier als Rookie-Partner erhältlich sind. Ganz nice, würde ich mal behaupten. Hey, da ist ein Digipilz. Hier müssten wir wieder ein Champion-Digimon finden. Ich schau mal eben. Ja, da schwimmt nämlich was. Seht ihr es? Koelamon. Hey, bist du ein Mensch? Ich bin Koelamon, das Meeres-Digimon. Hast du mich gesucht? Ja, jetzt, wo du es erwähnst. Ja, jetzt. Aha, wirklich? Die Brücke flussaufwärts ist kaputt und du musst ans andere Ufer, stimmt's? Verstehe, also gut, ich helfe dir. Ja, normalerweise müssten wir jetzt noch nicht dorthin. Das ist zwar fast etwas zu früh, aber damit ihr das mal gesehen habt. Das sieht ja... Ich stelle mir das gerade so genial vor. Wie unser Digi-Ritter hier drüber hüpft. Und wie das dann bei Tyrannomon aussehen muss, weil der muss doch mindestens doppelt so schwer sein wie Koela. Die Digi-Welt braucht viel mehr Teamarbeit. Komm bald wieder. Ja, das mit Bonus, das checke ich nicht ganz, warum das so heißt, aber... Ja, ich kann es im Endeffekt eh nicht ändern. Ja, genau, jetzt sind wir beim Tropendschungel. Moment mal. Muchumon. Oh, Senorita. Ach so, das ist... Okay, ich wusste nicht, dass das jetzt ein Ding wird. Ein Spaßkampf, ganz ehrlich. Egal. Wir haben eh fast nicht gekämpft in dem Part. Also, warum nicht? Ist halt der Nachteil, weil es ist ein Wasser-Digimon, glaube ich. Und wir sind... Aber wir sind eh ganz gut dabei. Ja, mit dem Angriff habe ich nicht gespart. Und mit Feuerspeier. Ui, ui. Dafür hat er gleich diese Eisattacke. Das sieht so genial aus, wenn dieses Ding nach unten rutscht. Komm schon. Genau. Nicht getroffen. Komm schon. Noch
schmal. Ja, er hat's abgewehrt, super. Ist gleich down. Komm schon. Jawohl. Wie gesagt, das war jetzt nicht wirklich geplant, dass ich das Ding besiege, aber... Wieder 200 Bit. Ja, mittlerweile haben wir ganz gut was. Aber glaubt mir, wir werden das Geld noch brauchen. Wie im wahren Leben. Das ist auch wieder ein Mutschumann. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir hier noch machen könnten. Aber ganz ehrlich, das mache ich jetzt noch nicht. Nein, weil das ist uns etwas zu schwer. Dafür ist Tyrannomon, ohne dass ich jetzt gemeint sein muss oder will, dafür ist Tyrannomon noch etwas, muss ich ehrlich sagen, zu schwach. Was genau? Ja, spielt jetzt keine Rolle. Tropendschungel? Ja, der ist verdammt groß. Ach ja. Oh, jetzt hat er Hunger. Ja gut, wir hatten zwei dicke Pilze. Noch einigermaßen. Nochmal dicke Pilz. Ja, du frisst und frisst und frisst. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Kilo das Ding überhaupt schon hat. Acht Kilo, okay, für Dinosaurier ist das echt nicht viel. Ja, hierfür brauchen wir nämlich einen bestimmten Gegenstand und den können wir leider, muss ich schon sagen, ja, leider erst etwas später dazu bringen. Deswegen, ja, das ist ein ganz seltener Gegenstand. Er kommt zwar im Laufe des Spiels des Öfteren vor, hat aber so gesehen, blöd gesagt, eigentlich kaum Nutzen. Und ja, wenn es soweit ist, zeige ich euch das. Auf alle Fälle gehen wir jetzt mal wieder Richtung Mutschumon und dann links. Weil dann ist nämlich automatisch die Brücke, glaube ich, was Coelamon gerade erwähnt hat, ist wieder heil. Und das ist dann eigentlich, blöd gesagt, ganz nice, ne? MP-Automat. Nee, brauchen wir nicht. Ich brauche keine MP, weil wir haben jetzt eh nicht wirklich gekämpft. Ja, genau, jetzt ist die Brücke wieder heil. Ja. Jetzt können wir quasi zur dicke Brücke, quasi direkt zur Stadt zurück. Ich überlege nämlich gerade, welches Digimon wir als nächstes nehmen. Mhm. Ah, jetzt haben wir hier quasi die Verbindung, das ist schon mal super. Ja, jetzt kommen wir automatisch nach Fall City. Aber trainieren, nee. Muss ich jetzt nicht. Ah, Kunemon hat das Ding freigefressen. Ja, wir werden jetzt nochmal zum Bordtunnel gehen, weil ich glaube, eine Stelle haben wir noch nicht erkundet und das ist die ganz unten. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was da unten ist. Und wie gesagt, ich werde diese Wege in Zukunft des Öfteren mal kürzen, also rausschneiden, weil, ja, wenn ich gerade nicht so viel zu sagen habe bei diesem Weg, interessiert das eh keine Sau. Und ich hoffe, es stört euch nicht, dass die Parts hier dann etwas länger werden, also so bei 30, 35 Minuten, weil, ja, ich denke mir einfach nur, warum nicht. Mhm. Das Problem ist, wenn Dreimogemon offiziell fertig ist, ja okay, ich greife schon wieder viel zu weit voraus, aber ich will mal so sagen, wenn Dreimogemon offiziell fertig ist mit dem Ding, mit dem Bordtunnel, gibt es im Prinzip nur noch eine Sache, die wir tun können, und dann ist der Bordtunnel eigentlich eh für das Spiel nicht mehr relevant, leider. Mhm. So, wo sind wir denn hier? Ja, ein weiterer Teil des Bohrtunnels. Heute werden wir noch graben. Morgen werden wir noch graben. Es macht so viel Spaß. Es wird ziemlich lange dauern. Reist noch ein bisschen herum. Mhm.
Ja, genau, den muss man im Endeffekt angesprochen haben, wenn man mindestens einmal diesen Schrott halt, also dieses Geröll weggeräumt hat, weil auf diese Weise löst man quasi, ja, wie soll ich sagen, auf diese Weise löst man mehr oder weniger quasi das, nennen wir es mal, Ereignis aus. Und jetzt, ja, ich schaue jedes Mal, dass ich nicht die Gaburimon treffe, weil, obwohl es jetzt egal wäre vom Kämpfen her, aber nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Ja, dann werden wir jetzt nochmal, was wegtun. Abgesehen davon, dass es uns Geld bringt, ist das eigentlich ganz nice mit dem Geld und mit den Werten, ne? Das Problem ist halt, wir bekommen trotzdem offiziell beim Trainingscamp viel mehr. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob Tyrannomon jetzt in dieser Lage mehr oder weniger, ja, blöd gesagt, angreifbar ist. Das Problem ist, erst wenn Trimogemon oben fertig ist, kommen wir weiter. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Nee, das müsste schon passen. Und wie gesagt, es ist im Prinzip egal, wie viel. Das Problem ist nämlich wirklich, das Problem ist, egal wie oft ihr jetzt rausgeht, ihr müsst quasi jedes Mal, wenn ihr den Schritt rausgeräumt habt, müsst ihr jedes Mal gleich Trimogemon ansprechen, weil ihr bekommt nicht, wenn ihr jetzt 10 Mal das gemacht habt, hintereinander, bekommt ihr deswegen nicht mehr Kohle. Deswegen redet ihn einfach jedes Mal an. Und sobald ihr den Bordtunnel wieder verlassen habt, ist dann irgendwann mal Schluss. Super. Wie gesagt, die Werte bleiben immer gleich und das mit dem Geld, blöd gesagt, auch mehr oder weniger. Ja, Tyrannomon fühlt sich übrigens jetzt voll wohl hier, weil das eben heiß ist und Tyrannomon ist eben ein Feuertyp, ne? Ich überlege nämlich gerade. Okay, jetzt muss es kacken. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch rechtzeitig zur Toilette schaffe. Ich bezweifle es zwar ein wenig, aber ja, ändern kann ich es eh nicht, falls ich es wieder vermassle. Ja, das ist leider ein Bestandteil des Spiels, wo ich sagen muss, kann jederzeit was passieren, ne? Aber wie es sich den Hintern zuhält, das ist schon irgendwie süß. Okay, ich sag als Mann süß, Alter, egal. Für normal hat man, sobald man es das erste Mal. Ja, sofort tadeln. So, ich überlege nämlich gerade. Nee, wir können jetzt eh nicht mehr viel machen. Ja, deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen trainieren. Also, das Problem ist nämlich, die Digimon sterben ja hier an Altersschwäche, für diejenigen, die es nicht wissen. Und wenn sie nicht gerade zur Ultradigitation kommen, gibt es halt hier dieses Problem, würde ich jetzt mal so sagen. Nein, Dokunemon, okay. Ja, das ist so eine Art Zwischengegner. Also, weil das halt ein bisschen anders heißt, ne? Aber Tyrannomon schafft das schon. Ja, das war jetzt eher ungewollt, wie gesagt. Ja, manchmal lassen aber die auch, muss ich schon sagen, ganz nette Sachen fallen. Also, Jawohl. Jawohl. Ganze 5000 Bit. Das erinnert mich irgendwie an Bitcoin. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen trainieren, bis Tyrannomon. Nein, ich wollte ehrlich gerade sagen, auch der Zustand der Emotionen, also quasi, ob das Digimon glücklich ist oder unzufrieden, macht halt was aus. Blöd gesagt, wie lange das Digimon lebt. So. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Nee, sorry, wenn ich es jetzt. Sorry, wenn ich es jetzt quäle, weil wir haben nur noch 4 Fleisch, also 4 Hüftsteak. Nee, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, ich werde ihn jetzt leiden lassen, weil
Ja, wir brauchen das Fleisch. Außerdem ist es eh gleich mal im Bett, also gleich mal schlafen. So. Ja, jetzt wird es schlafen. Ich schaue aber immer nach, ob es nicht aufs Klo muss. Super. Super. Das heißt, rein theoretisch müsste jetzt eigentlich möglich sein. Moment. Ja, ich glaube, wir müssten uns jetzt. Ich glaube, wir können jetzt Koelamon sogar in die Stadt holen, jetzt wo die Brücke wieder da ist. Ich hoffe, man hört es übrigens nicht zu extrem, aber es ist gerade so warm bei mir in der Bude, dass ich die Balkontüre offen habe. Und ja, irgendein Nachbar, keine Ahnung welcher es genau ist, macht gerade einen auf Karaoke, auf Möchtegern Dieter Bohlen. Und jawohl. Und ja, das hört man etwas. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr in der Aufnahme drinnen ist. Moment, ich überlege nämlich. Ja, jetzt schauen wir uns zuerst einmal noch Ding an, ob wir bei Coelho noch was machen können. Weil der macht nämlich zur Abwechslung sogar etwas relativ Nützliches im Vergleich zu den anderen Digimon. Ich überlege gerade, ob ich nochmal beim Ding, beim Bohrtunnel was machen soll. Wie gesagt, das ist eigentlich gemein gesagt total random. Es kann eben passieren, dass man gleich mal fertig ist. Es kann aber auch passieren, dass sich das noch mindestens 5, 6 Runden zieht, ne? Ah, da ist ein Regimon. Ja, man kann die eh bekämpfen, aber das bringt uns jetzt gerade gar nichts, weil, ja, so Freundschaftskämpfe, wie ich es so schön sage, sind eigentlich hier in diesem Spiel nicht so relevant. Vielleicht zwischendurch, wenn man es unbedingt braucht, ja. Ah, wieder ein Digipilz. Da ist es ja. Ach, du bist es, Devil. Die Brücke ist wieder heil. Ich habe von der Stadt gehört. Ich habe eine Bitte. Hilf mir, wie ich dir geholfen habe. Fragezeichen? Indem ihr die Stadt aufbaut, rettet ihr die ganze Insel. Alle werden gerettet. Heißt das, du kommst in die Stadt? Ja, ich mache mich auf den Weg. Tja. Coelamon zieht in die Stadt. Und wir bekommen durch Coelamon, ich kann es jetzt eh genau sagen, wir bekommen durch Coelamon jetzt die Möglichkeit, uns Items für den Kampf zu kaufen, wie zum Beispiel Heildisks und sowas. Darum sage ich ja, der hat wenigstens was Brauchbares. Frage ist nur, nein, jetzt gehen wir mal zu Chichimon. Wie gesagt, normalerweise mache ich es jetzt nicht, aber man sollte normalerweise schon nach jedem dritten, vierten Digimon kann man rein theoretisch hingehen und da sagt er jedes Mal, ja, jetzt ist die Stadt wieder etwas aufgegangen und ja, wir haben jetzt Agumon, Kunemon, Palmon, Coelamon. Ja, das war es eigentlich eh schon im Prinzip, ne? Egal. Besser als gar nichts. Ja, genau, hier ist übrigens Coelamon. Willkommen in meinem Laden. Ich mache dir einen Sonderpreis. Ich kann schlecht verkaufen, aber die anderen auch. Ich verkaufe hier jetzt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Ja, die Übersetzungen sind meistens echt scheiße. Wir haben 5000. Ja, okay, das ist alles, was er momentan hat. Aber das mit dem Fleisch wird uns später nochmal zugutekommen. Ja, definitiv. So. So, genau, Chichimon. Prima, Devil. Agumon ist in die Stadt gekommen. Es hat da drüben ein Geschäft eröffnet. Hoffentlich folgen anderen Digimon seinem Beispiel.
Palmon ist hergekommen. Es will das Fleischfeld vergrößern. Dann bekommen wir viel Fleisch. Kunemon ist hergekommen. Es will Gras fressen. Vielleicht frisst es das Unkraut. Koelamon ist hergekommen. Es will einen Laden eröffnen. Die Stadt wird aufblühen. Die Stadt gedeiht. Ihr Wohlstand erreicht 5. Sie sieht schon ganz anders aus als früher. Ja, im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, wie viele wir insgesamt zusammenkriegen. Ich glaube, es sind genau 60 Punkte. Leider schaffen wir hier nicht so viel. Warum? Ja, werde ich bei Gelegenheit mal erwähnen, aber ist im Moment jetzt nicht so wichtig. Ich überlege gerade, ob ich trainieren soll. Nee, wir werden jetzt nochmal zum Bohrtunnel gehen. Wobei ich dazu sagen muss, ja, wisst ihr was, Leute, ich schneide den Bohrtunnel jetzt mal eben raus. Also wir sehen uns dann quasi wieder bei Trimogemon. Bis gleich. Ja, gerade angekommen. Ich habe einen Digipilz unterwegs gefunden, also nichts Nennenswertes, leider Gottes. Aber ist egal, das macht ja nichts. So. Okay, recht viel weiter ist Trimogemon noch nicht gekommen. Ja, er sagt eh im Prinzip immer dasselbe. Aber wir müssen ihn trotzdem ein paar Mal öfters ansprechen. Ja, es macht so viel Spaß. Ja. Es nervt ein bisschen, dass man die Dialoge nicht schneller wegklicken kann. Ja, kann man leider nicht ändern. Deswegen werde ich es jetzt so machen. Wir machen noch einmal Schutt wegräumen. Es könnte nämlich durchaus sein, dass es dann vorbei ist. Und nebenbei bemerkt man uns das viel Geld. Ja, im Moment ist es ein bisschen blöd, dass ich sagen muss, ja, kämpfen ist jetzt momentan schwierig, weil, ja, im Endeffekt ist es so, kurz gesagt, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ja, dann räumen wir doch mal Schutt weg. Ja, mir tut Tyrannomon an der Stelle eh leid, aber ganz ehrlich, ich überlege nämlich eh schon die ganze Zeit, welches Digimon ich als nächstes nehmen soll. Ich würde ja nochmal sagen, ja, Botamon, das ist die Vorstufe von Koromon, was wiederum die Vorstufe von Argumon ist. Und, ja, ganz ehrlich, ich überlege, ob ich Argumon nehme, ob ich wieder ein Argumon nehmen soll, weil ich will eigentlich unbedingt Greymon haben. Ich meine, ich bin jetzt nicht wählerisch, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wobei ich dazu sage, ich versuche schon so viele verschiedene Digimon, weil wir werden auf alle Fälle, ich hoffe, wir schaffen alle, wobei ein Digimon, ein Ultra-Digimon, unglaublich schwer zu bekommen ist und ich kann es jetzt schon mal spoilern, weil wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Und zwar Etemon, das ist dieses komische Affen-Digimon mit der Sonnenbrille und das Problem ist nämlich, ja, bei dem müssen wir nämlich extrem beschissene Werte haben und meistens stirbt dann das Champion-Digimon direkt vor der Digitation und da werden wir definitiv Ding brauchen. Wie heißt das nochmal? Da werden wir dann wahrscheinlich Ding brauchen. Da werden wir wahrscheinlich dann die goldene Banane brauchen. Das ist ein Digitationsgegenstand zu Etemon. Wie bekommt man hier die Digitationsgegenstände? Ja, da komme ich später dazu. Ich sage schon wieder viel zu viel, ich weiß. Aber wisst ihr was? Wir schauen jetzt nochmal zum anderen Trimogemon. Und ja, ganz ehrlich, dann werde ich versuchen, gegen die drei Goburimon zu kämpfen. Heute bereite ich das Essen zu. Ach so, das sagt eigentlich nichts. Na gut, was wird denn das sein? Fleisch? Ja, so kräftig wie Trimogemon im Endeffekt sein muss. Ja, ich mache diesen einen Kampf noch und dann werde ich den Part eh schon beenden, weil, ja, haben wir schon wieder zeitlich gesehen genug. Ach so. Ja, ich habe gerade beim Handy was geschaut. Coole Sache. Ich würde mir halt wünschen, dass er wirklich Magma-Bombe lernt, ganz ehrlich. Ob das jetzt eben, also als Trefferziel ist, nicht, das weiß ich. Aber, jawohl, jetzt aber. Ja, es könnte sein, dass er es jetzt lernt. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber es wäre schon nice. Ja, ich werde das offscreen wahrscheinlich auch ein paar Mal versuchen, weil,
Wie gesagt, Magma-Bombe ist eine der stärksten Attacken am Anfang. Ja, vor allem ist es so geil, wenn die dann daneben schießen, obwohl sie mich ja treffen. Aber er schafft es. Komm schon. Nochmal. Nochmal, komm schon. Jawohl. Und er trifft sogar beide. Wie geil ist denn das bitte? Ja, jetzt muss ich beim Finisher ein bisschen aufpassen, weil wenn er gerade lädt und die anderen greifen an, ihr habt es eh schon, glaube ich, gesehen, das kann nämlich dann ganz schön in die Hose gehen. Nachdem die drei relativ aggressiv sind. Cool. Aber die Magma-Bombe trifft sie zumindest nicht. Das ist cool. Komm schon, bitte. Einen zumindest. Du musst nur einen besiegen, dann haben wir schon bessere Chancen. Mehr. Es ist sowieso unmöglich, dass ein Gobugimon Feuerspeier hat. Aber egal. Okay, Tyrannomon lässt sich gerade sehr viel gefallen, aber... Jawoll. Ja, genau, den schlag ihn. Jawoll, tot. Jawoll. Jawoll. Und voll! Ja, fast. Down. Ja, Tyrannomon halt. Es ist gut, aber es könnte besser sein. Komm schon. Nochmal. Aber abgewehrt, das war schon mal gut. Jawohl. Wie gesagt, wir machen etwas mehr Schaden, wenn das Digimon gerade irgendwie benommen ist. Jawohl, Magma-Bombe. Ich freue mich irgendwie drüber, weil eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er es lernt. Und Magma-Bombe ist, wie gesagt, unglaublich gut. Jawohl, down. Cool. Ja, toll. Gebrüht mal für das Fleisch. Okay, nichts gelernt. Scheiße. Ja, kann man nichts machen, Leute. Ich werde trotzdem an dieser Stelle den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Hinterlasst eventuell ein Like und einen Kommentar oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Digimon.